Aus dem Schiff entkommen, stehen wir nun vor dem Eingang des Bergwerks, meine lieben Leute. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, weil alleine wag ich mich da bestimmt nicht rein. Deshalb kommt mit, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam werden wir diesen Horror dann auch irgendwann zu einem Ende führen. Und in dem Sinne begrüße ich euch zur nächsten Folge hier von Resident Evil 7 Biohazard. Weiter geht's. Ich habe ja in der letzten Folge nochmal ganz kurz hier mein ganzes Inventar nochmal schön durchsortiert, so ganz fein akkurat, wie jemand mit Zwängen, ja, so ein Ordnungszwang habe ich da alles nochmal schön in der Kiste richtig, ne, platziert und gemacht. Und unser Inventar, das ja auch mit dem jetzt von mir verschmolzen wurde, sieht jetzt so aus. Es war noch ein paar Lücken drin und wir haben noch ein bisschen Zeug drin, aber das geht schon. Ich hoffe, wir werden damit gut klarkommen. Und damit werden wir jetzt hier weitergehen. Und ich glaube, das Bergwerk steht vor der Tür. Stand zumindest dort auf dem Zettel. Müssen wir ganz kurz gucken. Gehe ich hier richtig? Der Sumpf, der Sumpf, der Sumpf! Ich muss erst den Sumpf durchqueren. Habe ich eine Waffe? Moment, ich habe eine Waffe in meiner Hand nehmen. Da ist doch so ein Urinbeutel. Nehmen wir mit. Oh. So draußen bin ich nicht so gerne. Dann lieber irgendwo, wo es eng ist. Eine Bombe und ihr liegt, ihr beiden. Boom! Ha! Na, damit hättet ihr nicht gerechnet. Und du erst, komm her. Du Strammer. Strammes Händchen, du. Meine Lieblingswaffe im Spiel. Mehr davon bitte, Entwickler. Mehr Bomben. Habe ich so viel Maschinengewehrmunition, weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Oh Gott. Ich glaube, da kommt schon einer, der mir ein bisschen was abluchsen möchte davon. Ist er jetzt gestorben? Ich hoffe doch. Oh! Okay, ich weiß schon ganz genau, was ich mit der Munition mache. Ich schieße in den Himmel. Boah, Alter, jetzt ist aber echt hier wirklich alles soweit. Party-Szene eröffnet. Die Bühne bebt. Kann man mir nicht... Bitte macht mal jemand hier die Taschenlampe an. Ich sehe nichts. Das ist so manchmal so ein bisschen das Problem, finde ich. Dass er hier nicht reagiert und uns im Dunkeln stehen lässt. Der gute Ethan. Warum habe ich... Ach, ich habe das Messer mal hier, ne? Moment. So. So. Kraut. Von Kräutern hätte ich auch noch ein paar mehr am liebsten bei mir. Wir können ja jetzt mittlerweile auch hier nochmal kurz so machen. Und dann gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. So, aber dann ist der nächste Schritt hier der Weg nach unten scheinbar. Warum auch immer Ethan jetzt den Weg hier durch die Bergwerkstation will, durch die Mine, kann man nicht einfach am Rand lang gehen und rennen, bis jemand kommt und einem hilft? Kann man nicht einfach auf Evelyn kacken? Einfach mal sagen, nee, kein Bock auf die? Scheinbar nicht. Und es geht tief runter. Aber hier ist es heller als draußen. Na, das freut mich. So, Salzbergwerk. Wir haben natürlich noch keine Karte. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Karte irgendwo? Wo ein Kartenverkäufer? Also ich würde jetzt gerne... Ich kann mich doch nicht orientieren. Der Gang ist zu gerade. Ah, so ein Zitterall. Da, von denen habe ich wirklich am meisten Respekt im Spiel, weil die so schnell sind. Die haben zwar wirklich vergleichsweise wenig Energie, aber die sind so schnell. Der läuft schon aus. Und machen so einen Schaden. Ist ja krass, dass er hier sich ergießt auf dem Boden. Guck mal, da hat er ein Stück vom Kiefer verloren. Boah, tut mir irgendwie gerade schon wieder leid. Bomben. Okay. Ist Lucas etwa hier? Bomben finde ich richtig ätzend. Das sind nämlich so Schocker. Da läuft man rein, ehe man sich versieht, liegt man da zerteilt auf dem Boden. Natürlich ist es natürlich auch die Frage, ob das auch Fallen sind.
wenn hier schon die Bomben hängen. Ein großarmiger. Okay. Ich hoffe nicht, dass jetzt von hinten auch noch einer kommt. Weil diese Three Thumbs, die sind immer so anstrengend. Da dann noch einer, kann ich nicht gebrauchen. So. Kräuter, Kräuterküche. War da ein Sprengsatz wo? Ich habe ihn nicht gesehen. Da ist. Jetzt sehe ich was. Alter, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich dachte, das wäre ein Knopf, der da geleuchtet hat. Aber nein, es war eine Bombe. Es war eine richtige. Das sind nur Bolzen. Decke. Okay, Licht. Die Biene will mir nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Das ist die Luftzufuhr hier. Die aber ausgesetzt ist. Die funktioniert also nicht mehr. Ein Wunder, dass wir hier überhaupt noch existieren können. Okay. Oh! Alter, geh mir mal nicht auf den Sack, du Drecksack. Geh mir mal nicht auf den Sack, du Drecksack. Boah, das sind harte Sprüche, die hier raushauen, ja? Meine Fresse, das tut weh. Das tut selbst solchen ekligen Kreaturen weh. Ich bin hier gerade in einer sehr schwierigen Situation. Von wo kommen die bitte? Alter, wie viele? Wie viele? Noch einer? Nee. Jetzt langsam könnt ihr echt auch mal sterben, alle. Ja, nicht ihr, nein, nicht ihr, die Monster. Ich spreche auch manchmal spreche ich auch mit den Monstern hier. Alle, was denkt ihr von mir? Will ich niemals sagen. Ich will ja niemand mehr meine Videos gucken. Das wär ja ganz dramatisch. Hä? Ist das nicht richtig? Müssen wir das Teil hier anschieben? Ja, ne? Geil. Ach du meine Fresse, ey. Ich erinnere mich gerade an den Minenlevel aus Donkey Kong. Wo man auf den Loren immer hin und her springen muss. Genauso war das damals. Eine Donkey Kong war eine Stufe gruseliger, fand ich. Und schwieriger vor allem. Ich fand es noch schwieriger. Das war sau schwer. Das habe ich nie geschafft. So. Zwischenspeichern ist ziemlich schwer. Zwischenspeichern. So. Und dabei mache ich mich gut. Den. Wobei, da sind keine Bomben drin. Oder? Was rausgekommen, was schön ist? Ein paar Kügelchen für unsere Flinte. Die können wir mal bohnen und dann mal wieder rausholen. Aber da müssen wir erstmal wieder eine Kiste haben. Also, ja, da brauchen wir eine Kiste. Die werden wir bestimmt noch finden. Und noch ein paar Slots haben wir, das geht also. Ich könnte aber nochmal hier ein wenig Kraut herstellen. Kommen wir jetzt hierher, oder? Da kann man her. Okay, gut, da müssen wir jetzt hoch. Ist das eine Bombe wieder? Das ist wieder eine Bombe und ich laufe fast rein. Ich dachte, das wäre so eine Verzierung da an der Reling, aber nein. Das Geländer, das ist einfach nur so da. So. Alter, ey, und, ey, Spiel, wirklich? Warum? Wer macht das? Wir sind in der Mine, hier dürfte Lucas überhaupt gar nicht sein. Und ich habe doch gesagt, dass hier keine sein dürften. Und dann trotzdem, ich schieße alle ab, ja?
Und dann wag ich's einfach mit dem Messer und werde dann da weggesprengt. Alter, die Entwickler sind solche Annalen, ey. Soll ich jetzt gucken? E-Mails lesen. Gesendet vom Freitag, den 16. Januar 2015, 42 nach 0. So. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt, ist ein bisschen krank. Mia, das Missstück ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also hab ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Bierwaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss. Wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evie krank aus, krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Nee, ne? Das ist die Oma? Aber nee, das kann nicht sein. Wir haben sie doch als Kind gesehen. Das einzig alte und faltiger war die Oma, die ich hier gesehen habe. Moment, da liegt noch was. Ein Eimer Steroide. Und ey, die sind ja was Permanenz, ne? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. So ein Ding kann ich mir erstmal spritzen, ja? Zap. Gott sei Dank haben wir das gefunden. Denn, das können wir wirklich gut gebrauchen. Maximale Gesundheit wurde erhöht. Ich kann mir vorstellen, dass wir das öfters mal verpasst haben. Verloren nicht, aber verpasst. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut, aber da vorne ist noch was. Ist das das Labor? Was da geschrieben stand? Ich glaube, ne? Das Labor. So, hier haben wir noch ein Zeitung, Infection Report. Nee, ist kein Zeitung, das ist ein Infection Report. Wie es da drauf steht. Okay, ja. Noch was Schönes? Fünf Minuten nach Dosis erbrechen. Das ist also jetzt wirklich so ein Geheimlabor von den Bakers letztendlich, oder nicht? Also es waren doch die Bakers, die da geschrieben haben. E-Nekrotoxin, E-Dosierungstest. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Was ist das für ein Brummer hier? Was? Ah, okay. Da gehe ich gleich ran. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Hier haben wir auch nochmal so ein bisschen was Schönes, so was zum Blättern und zum einfach nur liegen lassen, ja? Braucht man auch gelegentlich. Hier auch so, ne? Das kann man so machen. Dann so und dann ist da sowas. Alles natürlich streng vertraulich. Versteht sich von selbst. Irgendwas, was ich hier noch brauche für mein Fortbestehen? Nee, ne? Dann fasse ich hier mal rein. Was soll ich... Ach hier, die Gewebeprobe. Ja klar. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden, das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Oi, oi, oi. Geben Sie jetzt eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxinbehälter. Habe ich. So. Und das ist jetzt sozusagen das Alles-Hilfsmittel. E-Nekrotoxin. Oder wie können wir das jetzt irgendwo reinspritzen? Weiter geht's. Zum Speicherräumchen. Flammengranaten. Na sowas. Soll ich die jetzt benutzen oder was? Keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Nervengiftgranaten? Na, finde ich die auch nochmal. Hatten wir schon mal Nervengiftgranaten? Ich glaube nicht. Ich habe wahrscheinlich alle, die hier überall rumlagen, verpasst. Dahinter ist nix. Also hätte ich von Anfang an gewusst, dass das so krass versteckt ist, alles hätte ich wirklich noch mehr sämtliche Ecken und Kanten und sonst was durchsucht. Und wäre hier nicht immer zu munitionslos durch die Gegend geirrt. So,
Ich überschreibe nochmal ganz, ganz kraftvoll und deftig den Speicherstand und setze dann auch gleich mal fort unsere Suche nach der guten Evelyn. An die Kiste, muss ich da nochmal ran? Gibt es irgendwas, was ich loswerden will? Die Granaten. Oder kann ich die Granaten mitnehmen? Beziehungsweise, brauche ich die jetzt? Habe ich noch irgendwo so eine Chemikalie? Starke erste Hilfe habe ich. Ich weiß nicht. Die nehme ich noch mit. Die flüssige Chemikalie. Könnte ich das Kraut umwandeln. Und die Granaten tue ich erstmal weg. Flintmunition auch. Und die Mac-Munition erst recht. Und so belassen wir es dann erstmal. Bin jetzt richtig hier, ja, ne? Jetzt geht's auf der anderen Seite wieder raus. Da kommt doch gleich bestimmt irgendwas. Bisschen Schiss habe ich, muss ich eingestehen. Aber so ganz minimal. Auf einer Skala von 1 bis 36, 12. Ist schon ein Drittel, aber trotzdem. Da habe ich noch ein kleines Bömmchen. Und uiuiui. Jetzt wollen sie mich hier aber überschütten mit Sachen. Bin so gut ausgerüstet. Ich bräuchte nur noch einen Rucksack. Es wäre cool, wenn man wirklich noch so ein Megapack hätte, wo man alles mitschleppen kann dann. Dass man in keiner Situation mehr aufgeschmissen ist, was die Waffen anbelangt. Weil wenn ich jetzt noch einen Granatwerfer mitschleppen könnte. So. Behalte ich nochmal. Ich höre sie. Ich höre sie. Ich gucke erstmal noch, ob es was zu finden gibt. Eine kleine Überraschung für uns. Da hinten so ein bisschen Moos. Nicht? Wer weiß, vielleicht liegen hier auch noch Steroide irgendwo rum. Da, das ist doch schon mal was. Mac-Munition. Sie beunruhigt mich mit ihrem Gesang. Okay. Evelyn. Sind hier irgendwo Gegner? Jetzt sifft die ganze Grütze hier überall runter. Komm! Puh. Das ging fast gut. Nicht optimal. Dafür hätte ich sie wegspringen müssen, aber... Zumindest konnte ich ihnen vorerst Einhalt gebieten. Oh nein, ich habe bloß hier das schöne Inventar der Mine zerstört. Ich raufbold. Zerstörer, ich bin ein böser Mensch. Oh, Kraut. Das wächst hier also, scheinbar. Noch irgendwas? Krautähnliches? Nicht? Okay, gut. Optisch ist es schon klasse gemacht, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr. Okay. Da kommen schon die nächsten. Oh. Ab und zu sollte ich auch noch die Möglichkeit der Pistole hier bedenken, dass ich die auch noch habe. Haben wir hier noch was? Die Teile schieße ich fortan nur noch auf. Also ich werde nie mehr den Fehler machen, das mit dem Messer zu öffnen. Also da bin ich jetzt endgültig geimpft worden durch die letzte Bombe.
Ah, ich habe doch gerade abgewehrt. Okay. Den Apparat haben wir eliminiert. Und noch ein paar Fernzünderminen. Brennerkraftstoff, Maschinengewehrmunition, okay. Würde ich am liebsten auch wirklich gegen die Brennermunition austauschen, weil die mir wirklich nicht so viel Hilfe geboten hat in dem Spiel. Also Flammenwerfer ist so die größte Enttäuschung im ganzen Spiel in Sachen Waffen. Was war das? Und wo kommt was? Ach so. Okay. Die schlimmsten, ehrlich. Die allerschlimmsten. Bleibst dabei? Nee, natürlich nicht, ne? Nein, nicht das. Alter, geh! Ethan, geh! Stirb einfach nur, wirklich. Puh. Da wollte ich mal die Pistole jetzt ein bisschen ausnutzen und dann krieg ich gleich einen gewatscht, ey. Meine Güte. Und dass die selbst die Bomben übernehmen, finde ich echt schon wuchtig. Kurz gespeichert. Gibt es hier noch irgendwas, was uns fortan helfen kann? Nee, ne? Okay. Dann wagen wir es nochmal. Gehen hier lang. Erste Hilfe. Ach du Scheiße. Nee. Alter, leg's doch hin, verdammter Mist! Hinlegen! Mehr. Er kommt in der falschen Seite lang. Rennen, Ethan, rennen! Rennen, Ethan, habe ich gesagt! Was ist denn... Hä? Was hat mich jetzt getroffen? Ich kann nicht deuten, von wo hier was kommt. Okay. Nein, 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 nein. Nochmal, lieber heilen. Ich gehe da wirklich auf Nummer sicher jetzt. Wie mache ich das nochmal hier? L2 und Dreieck. Eine starke Munition verwenden wir jetzt. Aber ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Hätte ich mal mehr Waffen mitgenommen, ne? Okay, wir haben noch eine Bombe. Und damit haben wir ihm den Kopf weggesprengt. Alter Falter, das war ja echt noch ein richtig krasser Kampf hier, ne?
Dafür also die ganze Munition und die ganzen Heilsachen und alles, was ich jetzt noch so gekriegt habe. Erste Hilfe sogar noch. Okay, lass mich mal kurz gucken. Das nehme ich mit. Tut schon der Nacken weh. Vom ganzen Hochgestarre hier. So, und das Maschinengewehr noch ein bisschen aufpimpen mit ein paar neuen Kügelchen. Gibt hier noch was ich sonst noch mitnehmen kann? Hier auch noch. Aber wie gesagt, hier sind ein paar Kugeln nur vom Maschinengewehr. Ich frage mich, was man hier macht, wenn man wirklich zu wenig im Vorfeld einplant. Hätte man fliehen können? Womöglich. Wäre wahrscheinlich die weiseste Entscheidung gewesen, einfach mal hier hochrennen. Aber naja. So. Ist das etwa schon der Ausgang der Mine? Schon so weit gekommen? Gucke noch mal kurz, ob wir hier noch was finden. Scheinbar aber nicht. Okay. Also gut. Hier können wir uns durchklemmen, nehme ich mal an. Und das werden wir auch zugleich mal machen. Uah, machen wir uns mal ganz klein und schmieren uns hier durch den Spalt nach draußen. Bitte keine Bombe, bitte. Bitte keine Bombe, bitte. Erste Hilfe, Muni, Karte des Bergwerks. Da müssen wir mal jetzt mittlerweile noch raus sein, oder geht's da noch weiter? Das geht wahrscheinlich noch weiter, liebe Leute. Wir werden uns das nochmal genau angucken. Ich speichere gleich, mach ich offscreen wieder. Denn die Folge ist hiermit wieder leider zu einem Ende gebracht worden. Ich würde am liebsten weiterspielen, mache ich aber auch gleich. Aber erst in der nächsten Folge geht's für euch weiter. Bis dahin könnt ihr mal schön kommentieren, liken und machen. Und ich freue mich auf euch. Also dann, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.